Ja, ich habe jetzt mitten in der Cutscene geschnitten, damit der Part nicht zu lang wird, weil ihr wisst ja, danach kommt noch der Abspann und so weiter. Aber hier ist jetzt, wie gesagt, ist nur dieses Cutscene hier halt, die den Kampf einhält, nichts Besonderes. Wie ihr seht, hat der Joker sich extrem verändert. Er sieht wirklich sehr extrem aus. Warum bei ihm die Titanform so extrem wirkt, habe ich keine Ahnung. So sieht's aus. Batman hat sich nicht verwandelt und wir müssen jetzt als normaler Batman halt gegen den riesen Joker kämpfen. Aber du hast mir trotzdem den Spaß verdorben. Dafür werde ich Arkham mit deinem Blut bemalen. Let's get ready to tango! Let's get ready to tango, ja. Let's get ready to rumble, ups. So, hier muss man hier erstmal nur ausweichen. Entschuldige mich, Bats. Genau. Ups. Kommt rein, Jungs. Achso, nee, jetzt genau, jetzt kommen seine Handlanger. Die muss man verprügeln. Pass auf deinen Körper auf. Und Ringrichter, wie ging die Runde Ihrer Meinung nach aus? Sprechen Sie lauter. So, und jetzt dreht er sich um. Geh von mir runter. Jetzt kann man ihn hier runterziehen. Und da hat man die erste Runde geschafft. So, er schlägt jetzt fest, jetzt kann man ihn seinen ersten Treffer verpassen. Er hat drei solche Trefferdinger. Aber wir haben schon wieder viel zu viel. Hier muss man einfach nur vor ihm ausweichen. Man kann im Grunde nicht wirklich mit ihm kämpfen, sondern muss ihm nur ausweichen. Autsch. Jetzt geht er wieder weg, jetzt holt er natürlich wieder neue Typen. Eigentlich ist er halt nur ein Kampf gegen seine ganzen Schläger. Jetzt kommen natürlich noch welche hinzu. Ich glaube, es gibt eine einstimmige Entscheidung, dass ich der Größte bin. Ah, ich habe wieder neue Energie. So. Wenn ich hier fertig. Was machst du da? Ah, verdammt. Komm, Jungs, haut ihm ein paar rein. Ich muss mich an. Das war jetzt scheiße, aber jetzt der hat uns daran gehindert. Müssen wir das Ganze nochmal machen. Oh ja, natürlich. Ja, natürlich, ey. Also jetzt scheint es weniger zu sein. Ja, jetzt kommt noch so eine scheiß Bombe da. Das hält mich nicht auf.
Was? Wo kommt denn der jetzt noch her? Das ist doch wohl unfair, oder was? Wo kommst du her, du Schweinepriester? Wo ist denn der jetzt hergekommen? Wegen dem verliere ich jetzt den Scheißkampf. Ist das unfair, ey? Ja, warum steht denn der wieder auf? Oh, das gibt's nicht. Batman hat jetzt, oh, das gibt's doch nicht. Warum steht denn dieser Arsch wieder auf? Der war doch besiegt. Das ist doch gemein, dass einfach einer wiederbelebt wird, random. So was gab's doch noch nie, ey. Ja, ja, ja. Jetzt müssen wir die ganze Scheiße nochmal von vorne machen, ey. Ja, natürlich. Warum bewegt sich der scheiß Batman denn nicht? Der steht da und lässt sich zusammenschlagen. Kommt rein, Jungs. Ich hab ihn schon für euch weich gekocht. Ich hab gekontert, verdammt nochmal. Warum kontert Batman nicht? Dreimal jetzt schon wieder hat er nicht gekontert, ey. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht, der kontert nicht. Ich drück immer zum Kontern, der kontert einfach nicht. Ja, natürlich. Hey, ist das Jack Ryder's Chopper, den ich da sehe? Na, komm schon, du scheiß Joker, ich hasse dich. Ja, wenn ich das hinter mir hab. Zack. Eigentlich ist es nicht mal so schlimm, aber na gut, ist halt der normale Schwierigkeitsgrad. Ich hab dann wieder Glück, kann ich überhaupt schon mal auf normalen durchgespielt habe, das Spiel. Mann, ey, warum bewegt sich Batman nicht? Aber man kriegt wenigstens jedes Mal volle Energie nach jeder Runde, das ist schon mal nicht schlecht. Gebt ihr eine Abreibung von mir, Jungs. Er langweilt mich. Pass auf deinen Kopf auf. Ich glaube, die Runde habe ich gewonnen, oder, alter Mann? Ich drück wie blöd auf Konter und Batman kontert einfach nicht. Alles okay, Junge. Noch mehr Helikopter. Wie aufregend. Mann, das gibt's doch nicht! Hört jetzt auf damit, ihr Batman! Warum, was ist denn nicht? Warum funktioniert denn nicht? Ich drück doch auf ganz was anderes! Ich muss mich an den Strand wenden! Ich gebe dir was für die Morgennachrichten, Gotham! Wenn ich hier fertig bin, werde ich auf Gotham zumarschieren, von einer Armee von brutalen Monstern umgeben. Klingt nach... Das hält mich nicht auf! So, jetzt haben wir die zweite Runde auch geschafft. Mann. Zack, und ein weiterer Treffer in sein Gesicht.
So, jetzt die letzte Runde. Zurück, Bats! Kommt rein, Jungs! Macht ihn für mich fertig! Was? Yeah. Ich glaube, es gibt eine einstimmige Entscheidung, dass ich der Größte bin. Ja, natürlich so. Boah, ist da noch eine Waffe hier? Wo ist denn der? Da ist der mit der Waffe, ey. Mann, ey, Scheiße! Der Scheißzahn hat mich jetzt gegen die... Und Ringrichter, wie ging die Runde Ihrer Meinung nach aus? Sprechen Sie lauter! Ja, ist ja gut, man hört jetzt, um mich in die Scheißzahn zu schmeißen, du Depp! Zu schießen. Geh von mir runter. Komm schon, jawohl, wir haben ihn. Wir haben gewonnen, Leute. Ich kann's vertragen. Ich kann alles einstecken, was du austeilst, Bats. Du kannst mich nicht besiegen. Werden wir gleich sehen. Bereit zur nächsten Runde? Immer. Was? Immer. Ich werde dich niemals gewinnen lassen. Niemals. Und zack in dein Gesicht, Alter. Und natürlich hat seine Handschuhe alles überlebt. Die Explosion und so. Mir geht's gut, Barbara. Das GCPD kontrolliert endlich die Anstalt. Die Ärzte behandeln die Verletzten, aber so wie es aussieht, dauert das. Alle Superverbrecher sind wieder in Haft. Ach, da drin herrscht ein ganz schönes Chaos. Und die durch das Venom veränderten Insassen werden wieder normal. Obwohl für manche der Prozess schmerzhaft wird. Und Dad, wie geht's dir? Ich überleb's. Wir sehen uns heute Nacht, Barbara. Blöde Sache, das mit deinem Auto. Kann ich dich mitnehmen? Danke, Jim. Ich komme alleine klar. Ruh dich aus. Du verdienst es. Sei vorsichtig, Jim. Ja, keine Ruhe für Batman, hä? Ja, meine Freunde, es ist soweit. Game Credits, der Abspann läuft. Ja, ich weiß nicht, wer von euch das Spiel gespielt hat. Mir hat es eigentlich von Anfang an gut gefallen. Und damals, als es rauskam, war es auch ein großer Hit und so. Es, ich meine, heutzutage, gut, mag es vielleicht nicht mehr ganz so grafisch up-to-date, aber damals seinerzeit für PS3... Und so weiter war eben wirklich ein grafisches Highlight. Auch die Spielbarkeit ist wirklich sehr schön. Wieder, ich habe jetzt hier den normalen Schwierigkeitsgrad gewählt. Und ich bin ja, wie ich schon öfters erwähnt habe, nicht so der Typ für die Herausforderungen oder ähnliches, sondern eher so der Typ, der Spaß haben will beim Spielen. Ja, die Musik ist schon wieder laut. Und
Ja, deswegen habe ich das Spiel eher mal auf leicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob das. Ich habe das schon mal auf normal durchgeschafft. Ich wüsste nicht genau. Nee, das haben wir jetzt durchgeschafft. Im Endkampf sind wir halt einmal umgekommen und im Vorendkampf ein paar Mal mehr. Ja, weil, wie gesagt, die Titanmonster sind wirklich starke Gegner, die machen wirklich viel Schaden und so weiter. Und wenn die halt noch von etlichen anderen begleitet werden, ist es relativ schwierig, nicht getroffen zu werden. Nicht wahr? Wie gesagt, hier der Endkampf, wie gesagt, die Schwierigkeit beim Endkampf war halt auch die Gegnermeute halt unter Kontrolle zu halten und sich da nicht allzu oft treffen zu lassen. Weil der Joker, ihr habt ja selbst gesehen, der Joker selbst, den kann man nicht angreifen, der braucht man nur halt ausweichen, bis er. Und nach kurzer Zeit geht er ja schon weg, ne? Also das ist nicht so schlimm. Wenn man den dann runterholt da mit dem Seil. Dann. Nicht wahr? Ich meine, der Endkampf gegen Joker ist ja relativ gesehen eigentlich nicht besonders schwer. Ne? Wenn man erstmal. Man darf ihn halt nicht angreifen direkt, weil sonst hat man natürlich keine Chance, aber. Und wie gesagt, er rennt da kurze Zeit einher und versucht einen zu verletzen. Wie gesagt, die anderen Typen, ja, sind zwar auch ein ganz Teil und so, aber mit ein bisschen Geschick kann man die schon mit denen schon fertig werden. Ihr habt ja gesehen, in der zweiten Runde lief es ganz gut. Da hat mich bloß diese scheiß Bombe nochmal erwischt. Was natürlich nicht passieren sollte. Und ja. Ansonsten, ich fand das Spiel eigentlich immer sehr schön, hat mir immer viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen natürlich die ganzen Riddler-Rätsel zu lösen, die alle Fragezeichen zu finden und alle Trophäen und alle Dinger zu scannen und so weiter. Und wie gesagt, dank der Karte, die man über in jedem Gebiet findet, ist das auch nicht allzu schwierig. Weil die ganzen Karten sind nicht besonders gut versteckt, da kann man schon drauf kommen. Und ja, es gibt natürlich eine Fortsetzung. Arkham City werde ich auch bestimmt irgendwann für euch spielen. Aber als nächstes habe ich ja schon angekündigt. Und deswegen unter anderem habe ich jetzt das Ende gedreht. Oder aufgenommen, besser gesagt. Weil ich jetzt ein neues Spiel jetzt spielen möchte. Das war Lego City Undercover. Auch ein wirklich schönes Spiel, habe ich für die Wii U gespielt damals. Habe ich zu 100% durchgeschafft mit allen. Da gibt es wirklich extrem viele Dinge zu erkunden, zu finden und so weiter. Und da werden wir alles sehen, wenn es soweit ist. Und ja, wurde jetzt, war Nintendo exklusiv, also Wii U exklusiv, aber wie so oft mit solchen exklusiven Spielen wurde es nun doch für andere Systeme umgesetzt. PS4 meine ich natürlich. Und Xbox hier One und so. Ich weiß gar nicht, ob es hier am Computer auch kommt. Oder rausgekommen ist. Für den PC. Aber naja, wie gesagt, Batman, wir haben Batman jetzt durchgespielt. Spielt sich wirklich schön eigentlich. Die ganzen Items, die man da hat und so weiter. Und im zweiten Teil wird das alles nochmal weiter ausgebaut. Die Rätsel sind wesentlich schwieriger und komplizierter. Und man hat natürlich eine ganze Stadt als Spielplatz sozusagen. Und es gibt noch ein DLC. Und hier gab es auch einige DLCs und so weiter, aber die haben eher mit den Herausforderungen, die man also außerhalb des Hauptspiels machen muss. Italian Cast List, aha. Spanische Translation. Ah, ich habe wahrscheinlich die deutsche das verpasst. Ich hätte gerne mal die deutsche Liste gelesen, naja. Gordon French. Ach doch, hier kommt Deutsch. Sven Plath und Christian Press haben es übersetzt. Okay, ihr könnt ja anhalten und euch die deutsche Castlist mal durchlesen. Ja, und hier müsstet eigentlich. Jetzt kommt gleich noch eine Cutscene nach dem Ende der Credits.
Diese Cutscene gibt's in... Jetzt gibt's nochmal eine Return to Arkham Credit List, na gut. Diese Cutscene gibt's in verschiedenen... in drei verschiedenen Varianten. Aber ich habe keine Ahnung, ob das per Zufall geschieht oder ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt zu steuern, was da passiert, weil ihr werdet gleich sehen. Ich frage mich, warum die Liste für das Return to Arkham so lang ist. Weil die haben da eigentlich nicht viel was geändert, oder? Die haben lediglich umgesetzt, dass auf der PS4 passt und wahrscheinlich auch auf die anderen Systeme, aber Xbox One und so weiter, aber oh Mann. Ja, komm schon. Kann man die Liste beschleunigen? Ja, man kann sie überspringen, aber will ich jetzt lieber nicht machen, falls ich dann auch die letzte Szene überspringen sollte er durchaus versehen. Und nochmal, um auf Lego City Undercover zurückzukommen, es gab ja schon mal ein Spiel, was exklusiv für Nintendo-Konsole sein sollte, für den GameCube seinerzeit, Resident Evil 4. Ist inzwischen natürlich auch für andere Konsolen erschienen. Unter anderem die Wii U, die Wii damals, die Wii Edition gab's. Die man mit der Remonte gut spielen konnte. Aber auch für PS3 gab's das, für PS4 ist es im Play Store, PlayStation Store erschienen und so weiter. Also von daher ist solche Exklusivität nicht zwingend immer von Dauer. Ich habe euch ja am Anfang von Zelda erzählt. Ich habe es mir noch für die Wii U gekauft. Weil ich einfach noch nicht bereit war, für nur ein einziges Spiel das ganze Geld für die Switch auszugeben. Ich muss ja mein Geld schließlich auch hart verdienen. Hier kommen die Special Things, also müsste jetzt gleich vorbei sein. So viel und nach laut der Kritiken ist die Wii U-Fassung nicht wirklich viel schlechter als die etwas geringere Auflösung halt und ein paar Kleinigkeiten, aber ansonsten inhaltlich sind sie gleich und wie gesagt, ich bin schon ziemlich weit, noch nicht durch, aber ist Zelda, wir sind jetzt immer noch bei Batman, Rocksteady Studios. Gott, wie lang ist denn dieser verdammte Abspann? Da die Switch ja auch diese Funktion wie die Game PlayStation 4 hat, dass man anscheinend die Videos aufnehmen und teilen kann, hoffe ich mal, dass ich auch von dieser Konsole ein paar Let's Plays machen kann. Und ich hoffe, dass Nintendo nicht zu einschränkt mit von wegen, ich war einigen Songs und so weiter. Ich traue mich nicht, das jetzt zu beenden, weil sonst eventuell die Szene überspringen. Das will ich eigentlich nicht. Müsste eigentlich gleich vorbei sein, der Abspann. Der kann doch nicht so lang sein. Wenn es der Abspann für die Return to Arkham-Geschichte, die kann doch nicht so umfangreich sein, oder doch? Aber wie gesagt, es ist eigentlich ein tolles Spiel seiner Zeit, wie gesagt. Batman hat halt harte Moves drauf, man kann mit den Gegnern gut battlen und so weiter. Und er hat eben seine Gimmicks wie die Batclaw, den Batarang und so weiter. Wie gesagt, im zweiten Teil
Und auch diesen den Scanner und so weiter. Ist ganz in Ordnung. Und im zweiten Teil, wie gesagt, ist das alles noch ein bisschen intensiver, noch größer. Die Items haben noch unter anderem andere Fähigkeiten und so weiter. Wie zum Beispiel dieser. Wie hieß das Ding? Diese Seilwinde, wo man halt sich waagrecht mit bewegen kann. Die kann man im zweiten Teil, wenn man am Seil ist, nochmal die Richtung ändern, indem man sie halt in eine andere Richtung verschießt nochmal. Was bei einigen Rätseln halt wirklich auch eingesetzt werden muss und so, aber dazu kommen wir, wenn wir den zweiten Teil mal irgendwann spielen. Ich habe ja das Nachfolgeprojekt schon angekündigt, weil die, wie gesagt, die Disc ist gekommen vorgestern oder so. Und ich glaube, gestern ist das Spiel auch erschienen. Oder erscheint es heute, ich weiß nicht genau. Gestern ist es jemals gekommen und gestern habe ich nicht Zeit und okay Bock gehabt, aber heute habe ich gesagt, ich mache zumindest dieses Mal zu Ende. Ich weiß noch nicht, ob ich später noch beim anderen anfange. Mein Gott, wann ist denn das nur endlich mal? Ja, heutzutage sind diese Kreditlisten extrem umfangreich. Ja. Ist ja genauso wie bei den Filmen. Da sind ja die Listen der Beteiligten auch extrem umfangreich. Dass das manchmal 20 Minuten oder so dauert, die durchzu. Oder noch länger, bis die durchgescrollt ist, mal irgendwann. Obwohl ich mich frage, ob es wirklich Leute gibt, die diese, vor allen Dingen bei Filmen, bei Videospielen, gut, da gucken sich viele das natürlich zu Ende an, weil die oft nach den Credits, was ja auch clever gemacht ist von den Entwicklern, dass man die Liste wirklich sich anguckt, auch wo man vielleicht nicht jeden Namen liest, aber dass dann nach der Creditliste noch eine Cutscene oder noch eine Szene kommt, ne? Ja, nicht wahr? Mein Gott, nochmal, wie lang ist denn diese? Und wie gesagt, aber bei Videofilmen oder im Kino, mein gut, im Kino geht ja vorher meist das Licht an, aber bei Videofilmen auf DVD oder so, oder Blu-ray heutzutage, wer guckt sich da so eine Liste bis ganz zum Schluss an? Doch kaum einer wohl, oder? Ich meine, ich gucke mir manchmal die Castlisten an, weil mich das schon interessiert, welche Schauspieler all dabei waren und so weiter. Aber den ganzen Abspann gucke ich mir eigentlich niemals an. Marketing, Service und Events. Sales Planning und Analyse. Wen interessiert das? Wer die Verkäufe plant und analysiert, das ist doch scheißegal, oder nicht? Trade, Marketing und Sales Administration. Warum müssen solche Leute im Abspann sein? Der Verkaufsleiter, Verkaufsdirektor. Geschäftsentwicklung. Vice President Business Development and Licensing. Natürlich. Kommt vielleicht auch noch später eine Liste der Hausmeister, die Studios ausgefegt haben oder so. Oder die Straße vor den Studios gefegt haben oder so. Oder der Leute, die Wasserspender im Studio auffüllen oder sowas. Oder den Warner Bros.
Herrgott, nochmal ist dieser Scheißabspann lang. Emea. Also, ehrlich, Leute, der Abspann ist länger als. Als das ganze, der ganze restliche Part. APEC. Mexiko in Latam. Wen interessiert das? Kanada? Oh nein, ey. So nur alle Staaten auch noch durch, oder was? Wen interessiert denn das? Wer das Marketing in Kanada war? Interessiert keine Sau. Brasilien? Warum? Marketinganalyse, Marketing intern. DC Entertainment, oh, jetzt kommt DC auch noch. Oh, der Präsident ist eine Frau. Diane Nelson. Diane Nelson. Oder Diane. Oh, ich glaube, es ist vorbei. Ich glaube, es ist endlich vorbei, Freunde. Wir können jetzt die letzte Szene sehen. Und zwar seht ihr hier den Fluss, den Gotham River. Und hier schwimmt eine Kiste mit Titan. Aha, und hier sehen wir Scarecrow, wie er die Kiste schnappt. Und hier gibt es drei Möglichkeiten. Scarecrow, Bane oder, wer war der dritte nochmal kurz? Moment. Ach, Croc. Genau, der dritte wäre Croc gewesen. Scarecrow, Bane oder Croc können die Kiste schnappen. Also ich habe keine Ahnung, ob das ein zufallsbasierter Event ist oder halt, ob das irgendwas man da machen muss, ob man das, ob das mit der Zeit zusammenhängt, die man braucht oder whatever. Oder mit den Prozenten oder so. Mit den Prozenten kann es eigentlich nicht zusammenhängen, weil ich das eigentlich immer komplett durchgespielt habe, das Spiel. Aber ja, vielen Dank fürs Zusehen, meine Freunde. Wir sind hier wieder im Hauptmenü. Und hier, wie gesagt, haben wir noch Herausforderungsmodus, zusätzliche Inhalte, was sowas ähnlich ist wie der Herausforderungsmodus, nur halt, die man downloaden kann. Da kann man unter anderem den Joker spielen. Ja, Charakterbiografien, die habe ich ja schon alle gelesen. Und hier nochmal die Trophäen. Aber damit es jetzt nicht lang wird, mache ich die Trophäen, kann ich vielleicht nochmal später ein extra Part zeigen, aber das weiß ich noch nicht, gibt es kein Versprechen. Ja, wir haben insgesamt, wie ihr da unten sehen könnt, 84%, weil wir halt noch nicht die Herausforderungen alle gemacht haben. Die sind nicht so interessant, die machen mir nicht so viel Spaß. Aber ihr seht ja, Rätsel 240 von 240, Verbesserung 20 von 20 und Charakterbiografie 42 von 42. Ja, fehlen halt nur noch die Herausforderungen. Die zählen halt zu dem insgesamt 100% dazu, aber ja, vielen Dank fürs Zusehen. Das war das Finale von Batman, Arkham Asylum, Return to Arkham. Und ja, ich habe euch ja versprochen, es kommt bald, morgen, vielleicht morgen, eventuell noch heute, wenn ich noch Bock und Zeit habe, das nächste Projekt. Und bis dahin, auf Wiedersehen. Wer mag, kann einen kleinen Kommentar schreiben oder ein Like da lassen. Ich bin Andy.